Was geht ab, meine Osifaitose hier? Und jetzt machen wir weiter. Bevor wir weitermachen, besser gesagt, spielen wir mal in Sums rein. Wir haben nicht eine neue Map erreicht, so gesehen. Das war ein Vorschlag von euch. Fand ich ein guter Vorschlag. Jetzt haben wir natürlich nicht allzu viele Tickets, weil ich in der letzten Map, in der Mitte der Map, sage ich mal, ein paar Tickets rausgehauen habe. Aber ich denke, wir werden trotzdem hier eine gute Anzahl sammeln können. Oder wir hauen die einfach ganz kurz raus. Also am Anfang gibt es auf jeden Fall jetzt wieder Summon. Die Sache ist, wen will ich? Oh mein Gott, warte mal, wo gehen wir rein? Daishin kann das eigentlich im Kopf, ne? Aber Kamba wäre auch eine Eskalation, um ehrlich zu sein. Shiden Fufu ist auch übertrieben gut, aber hier habe ich auch schon. Naja, in jeder Runde. Der ist krank, Fu. Ah, Fu. Okay, Moment. Daishin kann. Mal ganz kurz angucken, den Daishin kann. Ah, der Vegeta war auch nicht schlecht. Angriff 30.000 Kraft für alle Angreifer des eigenen Teams. Genau. Kann pro Kampf einmal eingesetzt werden. Ja, okay. Ja, deswegen ist er so gestört. Wenn ich ihn halt noch auf Runde 2 ausspiele, dann wird es halt. Ich glaube, ich gehe trotzdem mal hier rein, weil die sind halt drei SCC-Charaktere, die ich nicht habe. Der ist auch nice, ganz nice mit dem AI-Tempo, dass er das Ganze senkt und so und so fort. Lass uns einfach hier reingehen, oder? Ganz spontan. Wir machen natürlich die Gold-Tickets dann in dem neuen Pack von Broly. Oh, ich habe einen Single rausgehauen. Was mache ich? Stopp. Wie viel habe ich? Oh mein Gott, okay, jetzt. Konzentrieren. Was geht ab, Freunde? Cool, dass ihr reinguckt jetzt. Und zwar haben wir natürlich hier. Okay, dieser Freezy? Golden Freezer? Der sieht interessant aus. Golden Freezer. Perfekt Anschubkarakter. Ja, perfekt Anschubkarakter. Als Angreifer senkst du die außerartige Angriff im Gegner. Ja, okay, es geht. Toa, okay. Hauen wir noch ein Multi raus. Und dann gehen wir mal gleich weiter zum. Ja, zum Letzten und gucken mal, was im Turnier abgeht. Oh! Ah, leider keine. Okay, aber Lots Luck sieht interessant aus hier an der Stelle. Oh! Die Karte sieht cool aus. Oh, Bardock Xeno. Netz, der sieht echt cool aus. Ups. Okay. Moment, ich war eigentlich zu. Lots Luck! Oh, guck mal, der hat eine Einheit. Tun wir jetzt wieder Einheit. Ab 103 werden angefahren sind. Funkenspielmodus, okay. Gegner angreifen nach dem Abwehrsenkung und Schaden begrenzt aufgehoben wurde. Gegner angreifen, okay. Die Sache ist ziemlich so krank. Ah, warte mal. Wo ist eigentlich dieser. Wo ist der Gott der Zerstörung von. Von welchem Planeten war das? Der Elefant. Weil der tut ja zum Beispiel. Das ist eine Karte, die. Wie ist der Ramshi oder Mushu oder so? Der tut ja Schadenserhöhungen annullieren und das ist ein brutaler Konter gegen, wie heißt der Dackel, gegen Berserker Goku. In welchem Pack ist das nochmal? Normalerweise ist es gar nicht mal verkehrt, wenn ich für den sammle. Einfach als Konter so, ist das mal, oder in dem Pack, wo der drin ist. Naja, ich guck das einfach mal nach, sag ich mal. Ich guck das einfach mal ganz kurz, also ganz kurz durchrattern. Wenn es ist, könnt ihr mich gerne wissen lassen. Was war das für eine Karte? Oh mein Gott. Oh mein Gott! Krass, guck mal. Ja, auch Vielsteine-Charaktere sind natürlich geil, ne? Nicht immer so auf den Blick auf die SCC-Charaktere werfen wie ich. Geil. Okay, wir machen. Komm, bevor das allzu lange dauert, gehen wir mal rüber mit den seltenen Tickets. Hauen dann auch die 5 seltenen Tickets raus. Weil wir in. Also, ich würde gerne hier jede Karte haben, sonst nicht. Uns fehlen noch ein paar, deswegen hauen wir einfach mal raus. Freunde, wenn ihr mitmachen wollt. Ja, nein. Lass uns das letzte Ticket zu dem Groupsam machen. Also könnt ihr schon mal vorbereiten, irgendein Spiel eurer Wahl. Ich wünsche auf jeden Fall jetzt schon mal sehr viel Glück. Ihr könnt mich dann auf jeden Fall wissen lassen, was ihr gezogen habt. Perfekt, denn Vegeta Xeno haben wir. Heißt, wir können mit Vegeta fusionieren ab Runde 2. Das testen wir auf jeden Fall im Stream, Freunde. Der Streamplan ist in der Beschreibung. Könnt ihr gerne abchecken, wann, wo, wie ich live gehe und streame. Auf Twitch streame ich oder Twitch. Sehr cool, das freut mich. Sehr, sehr schön. Wie gesagt, den letzten Mal zum Groupsam, Freunde. Ihr wisst das Ganze, Leute. Ja! Oh mein Gott, ich dachte gerade, was sehe ich da? Wir haben beide gezogen, ich wollte wegen der Fusion. Habe ich Goku? Habe ich Goku Blue? Ah, was rede ich? Das ist Goku Blue. Ich habe nur. Das ist doch der Goku Blue, mit dem wir fusionieren. Ich habe nur Gogeta Blue gesehen und dachte, hey, ich brauche noch Goku Blue. Okay, alles gut. Aber das war geil. Jetzt aber lass uns zum Ende noch einen Groupsam machen und dann gehen wir rüber zum Let's Play. Kann ich hier noch Charaktere
Hä? Ah, hier. Hayakumagine fehlt mir. Chilai. Drei. Was? Gine? Broly, drei Charaktere fehlen mir hier nur noch. Sehr schön. Hoffentlich ziehen wir einen der neuen Freunde. Ich wünsche euch sehr viel Glück. 3, 2, 1. Lasst mich dann auf jeden Fall wissen, was ihr gezogen habt. In die Kommentare. Social Media könnt ihr alle Links in der Beschreibung. Was geht heute ab? Alter, ich hatte die letzten Tage so viel Unglück bei den ganzen Summen. Ich glaube, ihr habt die ganzen Summen gesehen, die in den letzten Tagen rauskamen. Egal welches Spiel, ich hatte übertrieben Unglück. Aber hier geht's ab. Hier geht's gerade ab. Sehr schön. Als Angreifer zum Ende der Angriffsphase ist ein Team Smash schieben, um gegnerische Blockdauer zu senken. 50% dauert die Krafterhöhung zu erhalten, wenn die Heldenenergie des eigenen Teams 7 oder höher beträgt und Ausdauer mindern eines Verbündeten bei 25% oder höher liegt. Ah, das erhöht Ziegelfahrt und darauf. Der ist interessant. Betäubung wird verhindert. Broly ist interessant. Broly ist interessant. Zusätzlich stark erhöht Schaden bei Angriffen. Wie viel. Aber der ist geil. Geil, geil. Das ist ein geiler Pull. Und es sind nur noch 2 Charaktere hier in diesem Banner. Ob ich für die gehe, weiß nicht. Weil in Zukunft bin ich mir sicher werden, also die Sache ist jetzt die, in Zukunft werden sicherlich noch weitere Karten hinzugefügt. Meine Frage ist jetzt, werden diese weiteren Free DLC Charaktere in das Booster reingepackt zu den zusätzlichen Karten, so wie diesen, diese? Wenn ja, dann wäre es klug eigentlich zu sparen. Wenn nicht, der Majub, dann hat der es verlaufen. Wenn nicht, dann kann man die eigentlich raushauen. Weil wenn ihr dann einen eigenen zusätzlichen Pack bekommen, so wisst ihr was ich meine? Das sieht so komisch aus. Das Up, wer bist du? Hast du verlaufen? Ich bin Osaru. Up sieht übertrieben komisch aus. Die haben den nicht gut hinbekommen. Bist du gerade beim Training? Ja, ich würde aber an deiner Stelle auf Abstand bleiben. Es könnte ein bisschen gefährlich für dich werden, wenn du so nah dran bist. Du forderst dir wirklich alles ab, oder? Das ist bestimmt ein ziemlich intensives Training. Schon, aber es reicht trotzdem noch nicht. Wenn das so weitergeht, werde ich Son Gohans Niveau niemals erreichen. Rein zufällig habe ich eine recht gute Vorstellung von Son Gohans Niveau. Was, du kennst Kakaroto? Ja, könnte man so sagen. Vielleicht bilde ich mir das nur an, aber du hast irgendwie mehr Son Gohans-artiges, sagen viele, ich weiß auch nicht warum. Obwohl ich Vegeta-Fanboy bin. BD. Nee, alles gut. Und würdest du mir sagen, ja, komm, trainieren wir. Sie haben den nicht gut gemacht. Majub sieht übertrieben hässlich aus hier. Ich weiß nicht warum. Ja, yeah, komm ran, Junge. Ich gebe dir mal eine gratis Gesichts-OP, mein Boy. Ja, ja, komm. Ja, gut, das war ja mal geil mit dem Puls. Die Puls waren, die waren genial. Die waren echt cool, auf jeden Fall. In höchstens 2 Runden. Okay. In höchstens 2 Runden. Ja, Zeitrunde habe ich dann so oder so. Komm. Also, ich hoffe es, ich hoffe es. Die Puls waren mega, Freunde. Die waren richtig gut, übel Glück gehabt. Ey, geil, ohne Spaß, krank. Die Sache ist die, guck mal, ich verrate euch was. Indem ich das Ganze aufnehme, okay? Heute haben wir den 1. Mai, in dem ich das Ganze aufnehme. Ab 17 Uhr ist der JP-Login in Dokkan. Und ich kann dann komme ich auf 50 Zones, also kann ich noch ein Multi bei Zamasu raushauen. Das wird dann der Anfang meines 4. Durchlauf bei Zamasu, heißt der 13. Multi. Alle anderen Zones sind schon online, Freunde, könnt ihr gerne abchecken. Oder total geschäftet, also das Video hier seht ihr nach den Zones, nachdem wir alle draußen sind. Aber ich rede jetzt quasi in die Zukunft. ich bin gespannt, was ich in dem Multi ziehen werde, nachher noch. Ihr werdet es sicherlich dann auch erfahren. Aber ja, oh mein Gott. Drückt mir die Daumen, Freunde. Drückt mir die Daumen. Drückt mir die Daumen für euer. Also, ihr drückt mir dann die Daumen für mich in der Vergangenheit. Das sind die Zukunftsplays. Deswegen sind wir hier mit Trunks unterwegs. Aber gut. Fair Play, was Fair Play, Adef? Wie oft wir da noch angreifen? Wie oft greift er an? Jetzt endlich. Serre. Bava knapp? Ich dachte, ich hätte ihn. So, jetzt. Jetzt brauche ich einen Rodrola von Gine. Kampfmodul? Ja, noch einen, dann bist du. Kirillili. Let's go. Wieso okay. Mama de. Let's go.
Rodrola! Das ist echt so. Jetzt geht mir das nicht aus dem Kopf, nachdem ihr das gesagt habt. Keiner weiß. Okay. Nun dein Fairplay, Junge, komm einfach nur ran. Kein Fairplay. Ey, ich dachte, es ist Fairplay, Mann. Oh je, das wird was. Oh je. Oh je, das wird was. Nice. Ich sag doch, das wird heute was. Ich spüre es, heute habe ich Glück. Heute habe ich Glück, Freunde. Heute habe ich Glück. Let's go. Let's go. Oh my yeah. Naja. Was? Der hat gar keinen Schaden gemacht. Hä? Cell hat überhaupt keinen Schaden gemacht. Okay, der ist schon tanky, Madub. Krass, okay. Ja, wegen seiner Fähigkeit, ja. Bam. Aber schade. Ich hatte heute Glück. Na, Spaß, ja, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Nein! Nein! Brauchen wir eine CA. Jetzt raus mit dir. Das sollte eigentlich. Komm schon, ey. Sag mir nicht, der hat das überlebt. Ah, perfekt. Sehr gut. Ich dachte schon, ich dachte schon. Ja, da kommt immer noch. Da kommt mir noch Schaden am Ende. Raus! Okay, Majub. Eine Sache. Ja, ich hatte Rückenschmerzen, ne? Ja, danke für das Training. Ja, war schön. Du hast aber. Ich glaube, du hast dich wirklich verlaufen. Also, keine Ahnung. Da hinten wird gekämpft. Und du stehst hier rum, siehst komisch aus und ich weiß nicht. Willst du unbedingt zu Dragon Ball Super gehen oder was? Oh je, Majub, da musst du doch ein bisschen üben. By the way, ich findet ihr das nicht komisch? Wieso? Auf Deutsch? Wird Buu auf Deutsch mit Doppel-O übersetzt? Seit wann? Seit wann, legit? War das schon immer so oder täusche ich mich gerade in irgendwas? Das ist jedenfalls übertrieben komisch, findet ihr nicht mit Doppel-O? Oh, die Legende. Dann würde ich mal sagen, sollen wir zuerst diese Kämpfe beschreiten? Ich würde sagen, ja. Normalerweise fangen wir immer mit mir selbst an. Haha. Oh, okay. Ja, weißt du was, dass wir mal mit unserem Boy starten. Jetzt kommt mal das legendäre Team, wo wir einfach Gotenks abusen. Bojack und Ding nur. Okay, Paragus. Klappt hoffentlich zügig. I hope so, ne? Naja, jedenfalls, Moment, wir machen das Ganze. Oh lol, nicht jeden ausstellen, machen wir langsam. Die Heroes stellen wir hier lang. Okay, upside down. Berserk können erstmal draußen bleiben. Ja, ich habe noch einen Elite-Kämpfer, oder? Richtig, richtig. Und Gotenks geht. Ey, mach mal Platz. Ey, was ist da los? Ey, 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 mal langsam zu machen. Ja, machen wir es mal so. Let's go. Ja, machen wir es mal so. Okay, die greift zuerst an. Okay, okay, okay. Und ich wechsle im Einkauf und nie einkaufen mit den Verbündeten. Spontan, spontan. Aua. Nice. Ah, war knapp. Das war knapp, shit. Nein, ich bin betäubt. Oh Mann. GG. Ultra-Abschluss schon nicht geschafft. Wie genau das. Genau das. Okay, annehmen. Mr. Helm-Energie, weg damit. So, jetzt kommt die Fusion, richtig? Erstmal Kampfmodus-Chance, genau. Was mache ich beim Kampfmodul? Ich glaube, ich mache ihm Schaden. Ab und zu hat uns das gerettet. Was heißt gerettet, aber dann haben wir ihn halt in der zweiten Runde besiegt, den Gegner. Klappt hoffentlich hier. Jetzt erstmal fusionieren, genau. Danke. Hey, jo. Danke. Danke. Ey, wohin? Dein Ernst? Oh, Maya.
Jetzt. Putains. Der eine humpelt da oben. Dem muss man ein bisschen helfen. Ey! So, die anderen sollen einfach mal angreifen, würde ich sagen. Oh! Wir gehen auf Paris. Ah, mehr, da hat noch mehrere in Aufschaltmodus. Ich vergesse das immer, Shit. Schade. Schade. Nein. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Das zieht sich jetzt enorm. Bitte nicht. Game, bitte. Was mache ich? Mein Glück hat mich verlassen. So schnell geht's. Unglaublich. Oh mein Gott. Verdammt. Ja, jetzt brauche ich aber keinen Mirakel, Mann. Oh, Männer. Hast du Gegner, ne? Oh je. Oh nein, bitte nicht. Ich hasse es, wenn es der Kampf auf Runde 3 zieht. Ich hasse es einfach. Sag mal, was? Paris? Ja, was ist mit dir? Warst du lange so im Lachen oder was ist da los? Unglaublich. Oh ne, bin auch noch betäubt. Oh je, alles eskaliert. Ne, Ultima 1 will ich nicht haben. Ich brauche meine Helden. Nee. Mann, bitte nicht. Game, please now. Please help me, please. Oh Mann. Nein, I don't wanna know. Nice. Aber ganz ehrlich, manchmal so viel Schaden mit dem Team. Das kann sich sicherlich noch weiterhin ziehen. Ja, guck mal, jemand gar keinen Schaden. Ja, okay, ist auch der Elite-Kämpfer. Aber. Wie Schaden machst du? Okay. Jetzt die Berserker. Warum? Was mache ich? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Es ist so langsam, ich verkacke trotzdem. Oh Gott, es sieht sogar auf Runde 4. Ich war noch nie auf Runde 4. Unglaublich. Unglaublich gerade, ganz ehrlich. Nee, bitte. Ey, wenn es mit den verbündeten Teams so lange dauern wird jetzt in den nächsten Kämpfen, dann ist es nichts. Was? Oh! Eskalation. Was? Raus mit dir. Oh je. Oh. Bitte. Nein, das war uns. Oh, Runde 4, ich war noch nie in Runde 4, ey. Keiner weiß, was ich gerade dazu sagen soll. Oh je.
Ja, nice, nice. Aber jetzt sollten sie durch sein. Sollten sie auf jeden Fall durch sein. Ich hoffe es. Ja, perfekt, perfekt. Ich würde sagen, wir machen mal mit meinem Avatar einen Kampf noch. Und dann machen wir danach Schluss. Ja, let's go. Das sollte nämlich schnell gehen. Ja, genau. Direkt in den Kampf von meinem Avatar gesprungen, Freunde. Ohne dass wir großartig Zeit verlieren. Oh, okay. Gegen die anderen kämpfen jetzt. Die Frage ist, glaubt ihr, ich mache in der ersten Runde viel Sch... Ich schärfe mal alle raus, okay? Let's go. Eventuell machen wir dann... Weiß ich, ab und zu... Mit viel Glück tue ich auch irgendwie in der ersten Runde gewinnen. Was heißt mit viel Glück? Auch wenn die Gegner natürlich gut Schaden bekommen. Und nicht die Kämpfe gewinne. Wer weiß, vielleicht kriegen wir das der Stein hinter uns. Wobei die zuerst angreifen, richtig, genau. Okay, aber nicht schlimm, nicht schlimm. Oh ne, AE-Tempo erhöhen. Ah. Oh nein, was mache ich? Was ist los? Hä? Hey, das gibt's doch nicht. Bitte, ich habe keinen Bock, das in Länge zu ziehen. Jetzt muss ich kommen. Konzentrier dich. Concentration, let's go. Ikuzo. Oh ne, er hat die erhöht mein Tempo. Er hat das GG. Nein! The Dreams. Oh Mann. Oh Mann. Ja, siehst du? Ich hätte gewinnen können. Hätte ich einen davon. Hätte ich den durchbekommen, ey. Oh mein Gott. Das gibt's doch nicht. Was? Übertreibst du? Aber gut, ja, gut. Ja, okay. Ja, 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 egal, nicht schlimm. So lange wird es dann auch nicht dauern, Freunde. Und jetzt in der Zeit ohne sollten wir auf jeden Fall gewinnen. Geht auf jeden Fall schneller als mit den Verbündeten. Das ist halt das Geile. Aber ist auch irgendwo logisch, schätze ich mal. Ja, schwierig. Ich mag es nicht, wenn sich Kämpfe ziehen, um ehrlich zu sein. Weil ich da nicht allzu viel zeigen kann, so. Ich hoffe, das passt aber. Ja, was anderes kann ich jetzt machen? Nee, was macht der? Einfach lila. Hä, keinen Sinn gerade, ohne Spaß. Bioriese, kein Sinn, das hätte er sich auch sparen können, bitte. Das hat auch niemand sehen. Komm einfach nur ran, lass das Ganze beenden und dann ist auch gut für heute. Roderola! Zurück! Boom! Gegen Virus Gesicht klatschen. Sehr gut, unsere Autodecks sollten reichen. Ja, oh Mann, stimmt ja. Mit dem Auge. Cooler, wenn du das nicht beendest. Dann weißt du, ob es das gelohnt hat oder nicht. Mein Sharingan zu aktivieren für dich. Aber es sieht gut aus. Komm schon, Kura. Ey, cooler. Ah, no. No. Egal. Somit hätten wir sie dann besiegt vor den letzten Endes. Ja, die Super Attacks fließen noch. Ja, es ist wieder so eine Trainingssession-Kapitel, wie es aussieht. Es geht. Sehr geil, wenn die Kämpfe schnell und zügig vorangehen, weil ich will halt die Story sehen. Aber... Mit meinem Deck geht das recht zügig eigentlich. Mit dem des Verbündeten ist ein bisschen schwierig. Jedenfalls, ihr habt den Schaden gesehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Lieben Dank fürs Einschalten. Schönen Tag noch. Bis dann. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be alright.